Okay, warten, bis die nächste Wehe da ist, dann geht's los. Ja, und tief Luft holen und feste schieben, schieben. Noch ein bisschen Platz lassen, ganz toll. Luft raus, komm, nochmal. Geh nicht ran. Fehl ist dran. Jemanden, der so dermaßen anders aussieht als ich. Weißt du, und wenn du denn mit dem Kleinen auf der Straße spazieren gehst, ja, dann sieht auch jeder, dass du mit einem anderen gefickt hast. Weißt du, Katrin, ich hab dich ja auch schon mal betrogen, ne? Weil du hast mit einem Monster geschlafen. Ja, er war ein Monster. Und ich will ihn nie wieder sehen. Du gehst da nicht ran. Es ist aber mein Baby, verdammte Scheiße! Und es bleibt mein Baby! Ich kann nicht. Bitte, Tommy. Du, bitte. Du musst... Wir brauchen dich. Jo, ist ja gut, mein Schätzchen. Ist ja gut. Ist ja gut. Liebe Verwandte, liebe Freunde, bitte entschuldigt, dass wir so lange nichts von uns hören ließen und euch so zurückgelassen haben. Ihr habt euch sicher sehr um Katrin gesorgt, wie alles gelaufen ist und ob es unserem Kind gut geht. Katrin hatte eine Totgeburt. Wir haben uns so auf unser erstes Kind gefreut und dann war es plötzlich wie ein schwarzes Loch in uns und zwischen uns. Das Leben muss aber weitergehen. Und wir wollten so gerne Eltern sein. Wir haben uns entschieden, ein Kind zu adoptieren. Ein Kind, das viele in diesem Land vielleicht nicht haben wollen, aber ein Kind, das unsere Hilfe braucht und das wir lieben, wie unser eigenes, als unser eigenes Kind. Wir sind sehr glücklich, euch mitzuteilen, dass wir seit gestern, vorgestern offiziell die Eltern von unserem kleinen Lars sind. Wir wollen ihn gemeinsam mit euch allen, die wir lieb haben und die uns wichtig sind, bei uns willkommen heißen und feiern. So, jetzt denke ich dich noch schön zu, das eine Beinchen zugedeckt und das andere Beinchen und der Bauch. So, der Bauch muss auch zugedeckt werden, sonst wird er kalt, der Bauch. Katrin, Sie kommen! Hallo! Ja, los, gib Gas! Und... Stopp! Ah, schön. Hallo! Ah, Christoph! Komm raus! Ich spiele es auch nur einmal im Jahr. Außerdem ist das noch nicht so mein richtiges Kind. Lars ist adoptiert. Er gehört zur Familie. Sein Cousin. Ja, ich weiß selber, dass es mein Cousin ist. Ja, jetzt seid ihr auch in die eine Familie, ne? Oh, oh, grüße, ja. Schön, ja. Hallo, ja, wo ist er denn? Zeig doch mal, ja? Ich werde ihn gleich sehen. Ja, ach, das ist ja schön. Ja, wie geht's euch? Ja, toll, ja. Ja, zeig doch mal endlich. Ja, wo ist er denn? Na los, zeig. Also, wir haben noch Zeit an die frische Luft geholt, weil sich die Lungen noch ein bisschen weiten müssen. Das ist süß. Oh, ist das süß. Das ist so widerlich.
Jetzt hör mal gut zu, ja? Das ist dein Cousin. Jetzt benimm dich hier mal. Also Nils, wenn das so weitergeht, dann fährst du sofort nach Hause. Entschuldige, Tom. Oh, ist das ein Süßer. Oh. Darf ich ihn mal nehmen? Ja, nimm ihn. Ja, komm mal her zu deiner Tante. Oh, 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 so ein ganz großer Fisch. Ja, ja, Christoph, danke dir, danke. Guck doch mal. Und gefällt er dir jetzt? Komm, mit Schellen so an. Der Größe ist halt gerade zusammen zum Papa. Ja, oder er spielt Fußball, weiß ich nicht. Oh, das ist süß. Oh, ist das toll. Ist das toll. Kennt ihr dein Cousin? Die Augen, die du kennst. Ja.